Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 Starring Lara Croft. Yippie! Stylisch. Jetzt hat man endlich auch mal diesen ganzen Sprung. Ja, diesen ganzen Sprung ganz gesehen. Na, nicht erst zurückschwimmen, Lara. Die Fischis kommen doch. Die Fischis kommen doch. Ganz knapp geschafft. Boom. Haha. Also hier wirklich fordern die Wasserlevel nochmal alles von einem ab, so könnte man es wohl sagen. Und ja. Hier kann man doch stehen, oder? Wenn ich hinkommen würde. Ja, doch, kann man tatsächlich. Das ist doch schön. Wahrscheinlich wird dieser Part kurz sein, denn sonst muss ich ihn unterbrechen. Es wird nur so 10 Minuten oder sowas jetzt sein. Ich meine, seht ihr wahrscheinlich sowieso, beziehungsweise habt ihr schon gesehen. Weil... Oh, scheiße. Ah, hier kann man stehen. Sehr gut. Weil ich jetzt gerade mein Essen schon mal am Fertigmachen bin, wie ich es ja schon mal vor 2 Parts angekündigt hatte. Ich wollte jetzt noch nicht aufhören aufzunehmen, deswegen habe ich so gedacht, ach komm, das Essen braucht eine halbe Stunde. Ich muss nur zwischendurch mal die Schnitzelchen in der Pfanne umdrehen. Deswegen so alle 10 Minuten drehe ich die dann mal kurz um und dann mache ich so 2 10-Minuten-Parts jetzt ungefähr noch und dann passt das. Dann kann ich essen. War hier nicht noch irgendwie was? Nee, scheint nicht so. Okay. So. Hier sind noch mal ein paar Flammenwerfertypen unterwegs, deswegen... Ja, und dieser Idiot auch. Der wieder mal nicht mal den Anstand hat, etwas zu verlieren. Es ist ungeheuerlich. Die Gegner von heute. Echt, ey. Naja, sind ja nicht die Gegner von heute, von daher. Na gut, okay. Das sind alte Leute. Hey, du! Oh, das wollte ich gar nicht. Ups. Erstmal eine Ehrenrunde drehen. Und dann mal schauen, wer hier einem so alles das Leben schwer machen will, ne? War hier unten nicht auch noch einer? Oder kommen die später? Denn ich weiß, hier waren auch mal Leute. Okay, aber dann sind die wohl wirklich erst später hier. Ich glaube, später, wenn wir den... Och, Lara. Wenn man den... wenn man den richtigen Schlüssel hat, kommen hier nämlich hinterher 2 Flammenwerfertypen auf einmal. Aber jetzt sind sie scheinbar noch nicht da. Was mir recht sein soll. Jetzt muss ich kurz überlegen. War das hier oder da? War das hier oder da? Ich glaube, wir können aber hier schon was machen. Eventuell, unter eventuellen Umständen. Du hast wie immer nichts verloren. Nehme ich mal jedenfalls stark an. Das war klug von mir. So, was haben wir hier denn Feines? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ah, nee, hier ist noch zu. Hier können wir noch nichts machen. Okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dann machen wir doch zuerst das Kistenrätsel. Na, genau. Ui. Ach ja. Hopsasa. Ach ja, ich wünschte, ich hätte heute noch einen weiteren ganzen Tag Zeit. Also ich würde heute Tomb Raider 2 natürlich nicht beenden, wenn ich durchzocken könnte, noch den restlichen Tag. Aber auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen. Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube... Genau. Ich glaube, genau. Nee, die obere Kiste muss nach da ein Feld weiter und dann... Und dann genau. Kann ich von hier aus eigentlich irgendwas erreichen? Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ja, aber da kann ich nicht rein. Das ist zu schräg. Da sagt Lara, nö, das mache ich nicht. Beziehungsweise, no. Also hier wieder ein Gestöhn und ein Gekeuche. Das ist wirklich schon fast nicht mehr jugendfrei hier.
sowieso sehr interessant, weshalb jeder Lara damals mochte, wo sie doch eigentlich eine totale Verbrecherin ist. Wenn man das mal so richtig bedenkt. Ne? Mord, Diebstahl, Hausfriedensbruch. Also, die macht ja vor gar nichts halt eigentlich, das Mädel. Und trotzdem liebt fast die ganze Welt Lara Croft. Das ist schon sehr interessant. Sie ist einfach cool, man muss sie irgendwie mögen und... Oh, Fackeln. Aha. Sternschlüssel. Ich dachte schon rostiger Schlüssel. Ich meine, der sieht mir nicht aus nach irgendwie etwas Sternenhaftigen, sag ich mal. Aber okay, dann ist es halt der Sternchenschlüssel. Sternchen. So, genau, hier ist noch Wasser drin, aber nicht mehr lange. Hier kann man das Wasser nämlich auch rauslassen. Aber hier ist kein Schalter. Hier ist einfach nur eine Ecke, die sinnlos ist. Auch in Ordnung. Sehr interessant. Und natürlich wieder typisch Tomb Raider. Ne, von einer Seite zur anderen. Und ich habe mich gerade für einen Motorradfahrer draußen erschreckt, weil der so laut unterwegs ist. Ich höre was. Sehr schön. Keinen Treffer selber einstecken müssen. Und nur ihn hier unschädlich gemacht. So und nicht anders muss das laufen, meine Lieben. So. Und jetzt können wir hier schon was machen. Genau. Das mag ich immer noch am liebsten von dir, Lara. Kann ich hier auch zum Schalter direkt drüber hangeln? Oder sagt sie da so, nö, anderes Event, ich kann mich hier nicht... Doch? Doch. Haha. Okay, Schalter. Verrate mir dein Geheimnis. Was tust du? Du lässt das Wasser raus. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Echt, das ist so typisches Tomb Raider-Verhalten. Obwohl nicht nur. Es gibt das ja auch in... Wow. In Resident Evil und Silent Hill und Legacy of Kain. Da ist ja auch ganz oft Backtracking angesagt. Obwohl, naja, nicht direkt Backtracking. Das kann man so nicht sagen. Aber auf jeden Fall ein ständiges Hin und Her. Ein Kommen und Gehen ist an der Tagesordnung. Ach ja. So, vorsichtig, nicht zu schnell. Und vorsichtig runterlassen. Oh, es hätte ins Auge gehen können, wäre fast zu tief gewesen. Aber zum Glück nur fast. So, und was passiert, wenn wir diese Kiste... Was passiert, wenn wir diese Kiste verschieben? Das erfahren wir dann gemeinsam im nächsten Part, würde ich sagen. Ich werde mal eben meine Schnitzelchen wenden und dann werden wir uns hier im nächsten Part wiedersehen, wenn es weitergeht. Bis dahin macht's gut und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Bis zum nächsten Part dementsprechend. Bye, bye!